So, grüße ich erstmal alle zusammen. Hier nochmal meine Casino-WhatsApp-Gruppe. Hier könnt ihr mich auch persönlich ansprechen, wenn ihr Fragen habt zu dem Spielen oder wo ich spiele oder mit mir persönlich ein bisschen plaudern wollt, könnt ihr gerne hier reinschauen in dieser WhatsApp-Gruppe. Der Link wird unter dem Video gepostet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüssi. So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es weiter in Sachen Fettbänker. Ja, der ein oder andere wartet sicherlich da schon sehnsüchtig auf Fettbänker-Videos. Und ja, ist auch das geilste Spiel momentan, nach wie vor. Und heute drehe ich mal ganz normal auf 20 Cent, also ohne diese 5 Säcke einkaufen, auf 10 Cent. Ja, so eine Session kann ich aber gerne mal wiederholen. Aber auf 20 Cent würde ich so ein Ding, ehrlich gesagt, nicht anfassen. Das wird mir einfach zu teuer. Ja, schauen wir mal, wie die Kiste heute hier läuft. War gestern noch mal eine Spielo drin, aber konnte für euch in der Form nichts aufnehmen. Lief nicht so gut, sagen wir mal. So. Und, was hat er für einen Gewinn, ey? 2 Cent gerade? Hammer. Und ja, schöne zweite Runde krepiert. Schöner Auftakt, 5,30 €. So. Sieht ja schon mal ganz gut aus, mal zwei. Ja, die Reise jetzt erstmal hier weiter. Viele fragen mich dann manchmal auch in der WhatsApp-Gruppe immer, läuft ganz gut bei dir oder gewinnst ja dauerhaft. Also ich gewinne leider nicht dauerhaft. Wäre schön, wenn es so wäre. Klar, nehme ich auch viele in den Spielos nicht auf, wo ich verliere, ist ganz logisch. Deswegen, Leute, lasst euch da nicht täuschen. Auch gerade in den Spielos, wenn da mal Gewinn kommt von 60 €, 50 € auf 10 Cent. Ja, davor lief es mit Sicherheit nicht so gut. Es gibt auch keinen Menschen, der dauerhaft gewinnt, sagen wir mal so. Es gibt zwar gute Phasen, wo man sagen kann, auch hier online zum Beispiel habe ich jetzt 6 Tage hintereinander gewonnen und gestern habe ich wieder verloren. Ja, kann man einfach nicht festlegen, wie oft man gewinnt oder dauerhaft geht leider nicht. Das ist und bleibt Glücksspiel. Und in der Form gut laufen ist immer so ein dehnbarer Begriff. Sag ich mir dann, ne? Man kommt dann immer auf den Boden der Tatsachen sehr schnell zurück, wenn man dann auf einmal seine Phase hatte von 5, 6 Tagen, man hat nur noch gewonnen und dann bumm, kommt auf einmal die Bremse. Aber das kennt ihr ja auch sicherlich. Ja, so sieht's aus. Nur, wie ich schon mal gesagt habe, die Möglichkeit natürlich hier in dem Spiel, also gerade online, kann man natürlich mehr gewinnen als in den Spielos oder in den Spielbanken. Ja, aber auch hier kann man natürlich verlieren. Beispiel, sagen wir mal angenommen, ich kann jetzt mit 10 Cent 100 € vielleicht gewinnen in der Spielo. Kann ich hier durchaus mit 10 Cent einmal über 1000 gewinnen. Das ist mal so ein kleiner Vergleichswert. Ja, gut. Es ist hier schon mal Ende im Gelände. Okay, da ist so ein bisschen berappelt noch, sehe ich gerade. Okay, da kann man damit leben. 30,60 € kosten hier die Freispiele auf 20 Cent, Leute. Also derjenige, der sich damit noch nicht so auskennt in Sachen Freispiele. Oh ja, komm, 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 einer. Schön. Ich kaufe gerade Freispiele vorab ein für 30,60 € und die muss man dann abziehen. Diese 30,60 € muss man abziehen von dem Gesamtgewinn, der zuletzt hier überbleibt. Was dann überbleibt, das ist dann mein eigentlicher Gewinn, Nettogewinn. So, deshalb kann ich natürlich auch vor diese sogenannten Freispiele starten. Sieht ja schon mal gut aus hier. So, Level 3 schon mal drin. Steht zwar noch Scheiße da in der Ecke rum. Vielen Dank nochmal für die ganzen Abos, Leute. Ihr müsst auch die Glocke aktivieren, wie gesagt, auf YouTube. Sonst bekommt ihr nicht immer die neuesten Videos mit.
Also Glocke nochmal aktivieren für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben. Das heißt nicht nur abonnieren, sondern auch die Glocke aktivieren. Ich sehe da selber keinen Sinn drin, warum man das doppelt machen soll, aber es gibt immer wieder Leute, die dann sagen, ich habe die Videos nicht mitbekommen. Darauf, wie gesagt, habe ich keinen Einfluss, das macht YouTube. Oh, jetzt kommen ein noch dann. Level 4. Gönn mal. Da ist die magische Grenze. Ja. So sieht's aus. Natürlich schlecht. Na gut. Oh, mal drei. Nachgeplätschert, ist immer gut. Ja, komm jetzt ab in die Runde 2, jawohl. Vielleicht dann macht der Schwapp. Okay, drei dazu, das ist natürlich ein bisschen schwach vom Vorlauf her, aber Multiplikator ist natürlich 1A. Frage ist nur, ob Punktchen Runde 3 noch einlässt. Oh, das war rasant jetzt hier vonstatten. Runde 3 tatsächlich. Okay, Position auch Tutti. Jawohl, schade. Ah, da hatte die Rothaarige schon aufgebaut. Aber leider nicht abgeschlossen. Ja, die Lady bringt richtig Moneten. Und der knipst weiter an. Aber ich glaube, der wird mich hier ausbremsen. Ja, jetzt ist vorbei. Oder? Oh, gönn mal Level 4 jetzt hier. Ach, da war der Mops unten. Letzte Runde. Ja. Wie ausgebremst. Schade, schade. Und Bonuswagen? Nee, no way. Okay, kleinen Gewinn gemacht, aber jetzt nicht der Rede wert. So. Mal drei schon wieder angeknipst. Ja, es gibt schon mal so Tage, dann macht er, kommt auch sehr oft der Wagen oder zum Beispiel ist ein sehr hoher Multiplikator aufzusehen. Okay, da kann er nichts sagen. Jetzt muss er schon reinposten, wieder die Säcke, sonst ist Ende hier. Dann skrepiere ich hier in der Runde 2. Er ist vorbei. Schade. Ende. Davon kannst du keine Familie nennen von 12 Euro. Batsch und oder die ist eine ganz abgestorbene Runde hier, sehe ich gerade. Aber schnell weiter, sonst kriege ich ja noch einen Krebs, fürchterlich. 0-2, auch nicht schlecht. Ja, gestern haben wir mal auf YouTube mal so mal wieder so umgeschaut und hat man da so eingegeben, Merkur Magie, wer da so alles am Drehen ist, und da sieht man doch schon viele neue Leute, die dazu gekommen sind, die es damals noch gar nicht gab. Und ja, wird massenweise, sagen wir mal, Content produziert, so in der Hinsicht.
Beispiel jetzt, sagen wir, damals waren ja im Grunde genommen 10 Leute da am Hantieren in Sachen Casino-Videos. Und jetzt hat man da schon mal so locker 30, 40 Leute da, die da regelmäßig Videos hochladen. Und ehrlich gesagt, die meisten kenne ich auch gar nicht. Aber ich habe ja gestern noch mal vereinzelt mal reingeschaut in einige Videos. Und musste doch feststellen, dass ich die meisten gar nicht mehr kenne. Ja, ist auch Gang der Zeit, sagen wir mal so. Dass sich da auch hinsichtlich einiges verändert hat. So. Kauf gerade mal direkt nach. Auch Casino-Kanäle sieht man da auch des Öfteren, also die Online-Casino-Spiele aufnehmen, die sieht man auch sehr oft. Ist auch einige Deutsche, die da einiges an Material hochladen. Allerdings auch nur auf hohen Stufen, also komischerweise immer 1 Euro, 2 Euro. Also gibt also selten, muss ich sagen, Content so in Richtung meiner Spieleinsätze. Weiß gar nicht warum. Aber trotzdem fand ich das etwas merkwürdig, sagen wir mal so, dass da alle so auf 1 Euro, 2 Euro rumballern. Die müssen wohl alle sehr viel Geld in den Taschen haben, sagen wir mal so. Also wenn man es mal so im Großen und Ganzen vergleicht, ist es ja fast schon eine Schande, sag ich mal, auf dieser Einsatzhöhe, die ich hier gerade spiele, zu spielen. Wenn man es mal vergleichsweise mit anderen Kanälen beobachtet, weil also ich sehe kaum einen, der da mit 10, 20 Cent rumeiert, habe ich also fast noch nie gesehen, würde ich mal sagen. Für alles diese hohen Einsätze. Ja. Warum auch nicht, muss jeder selber wissen. Also für mich ist es nichts in der Form. Und man kann auch Spielspaß haben, auch klar, man muss da nicht irgendwie, weiß nicht, 5 Euro die Runde zocken. Wie auch immer. Da muss man irgendwie keine anderen Personen oder Zuschauerpublikum ihnen etwas beweisen, sich hochspielen. Ja. Aber jeder muss das wissen. So, hier geht es leicht bergab, sehe ich gerade. Aber trotzdem wollte ich mich nochmal bedanken bei euch diesbezüglich der Abos, die da immer wieder reinkommen, auch die netten Kommentare in der WhatsApp-Gruppe. Vielen Dank erstmal. Also, jetzt geht's weiter hier. Ja, Wochenanfang und läuft nicht so, ne? Oh, mal 3 ist lecker. Jetzt kann es doch. Oh, jetzt könnte eine Rutsche reinkommen. Jawohl, die besteht noch exzellent. Und die Zigarre brennt auch noch. Sag ich doch. Man sieht immer wieder, dass der Multiplikator auch natürlich sehr, sehr entscheidend ist in dem Spiel. Aber ich glaube, hier Level 3 werde ich kleben bleiben, definitiv. Aber die Rutsche wird eigentlich noch ganz interessant werden. Ja, schade. Den Mops da hinten noch reingehauen. Wenn man zwar nicht hinterher. Mit dem Mops nochmal, der doof aus der Wäsche guckt. Das ist schon mal eine leckere Runde. So, eine Runde noch. Bonuswagen sieht man heute gar nicht. Vielleicht kommt der jetzt gleich rein. Dann wird es richtig interessant. Ende. Aber eine schöne Runde. 30,60 € natürlich abziehen. Ja, kann man nichts sagen. Und dann gehen wir gleich mal weiter ran an die Mutti. Ja, das ist ein Spiel, hier halt, das hat dann wirklich die Welle geschlagen, wenn man so sagen darf. Damals war es Fat Rabbit und dann sind wirklich die Leute haben sich förmlich auf das Spiel aufgesetzt, wenn man so formulieren darf.
Nicht ohne Grund, sage ich mir immer wieder, weil das Spiel hat schon wirklich Vorzüge. Bis zuletzt bleibt hier die Spannung auch anhand des Bonuswagens, der dich natürlich komplett ein Level nach oben schieben kann oder sogar mehrere Level. Und das gibt es in keinem anderen Spiel, sagen wir mal so. Das habe ich ja schon damals mehrmals gehabt. Jetzt nicht so oft natürlich, dass ich schon dreimal den Bonuswagen oder viermal den Bonuswagen hatte in einer Spielrunde. Ja, kaum zu glauben, aber hat man auch gedacht, was ist jetzt hier los? Aber dann knallt er natürlich auf den Tacho in Sachen Gewinne. Das macht er natürlich nicht jede Woche, ist ganz logisch. Aber man kann durchaus ein paar tausend Euro gewinnen auf 20 Cent Einsatz. Das ist hier also durchaus möglich. Das ist keine Fantasiesumme. Das kann er wirklich rausknallen. Also bis zu 5000 Euro ist hier mit 20 Cent möglich. Nee, mal 5 jetzt sogar, sehe ich gerade. Jawohl. Ab nach links. Stehe wieder unten rechts, wa? Mann, Mann, ist ja das nicht gegangen gehabt. Okay, einen nimmt er mit. Na, jetzt muss er nach links. Ja, ganz schnell. Ein Brauner für Level 3, der müsste auch noch rein. Super. Weil nun, wo lande ich jetzt oben? Ja. Zwei dazu, ne? Egal. Ja. Die Rote haben wir reingehauen, aber leider zu schwach. So eine lächerliche Kombi gibt ja schon 30 Euro. Als wenn ich dann Ecke verrecken. Ja. Jetzt kann mich nur der Wagen retten. Was ist ärgerlich, ey. Das ist ein geiler Multiplikator. Und kommt nicht. Ja. Schade, schade. Mal 5 macht da selten. Hoher Multiplikator. Den Hammer loswerden können. So, viele fragen mich immer, kaufst du nur Freispiele an? Ich momentan fast ausschließlich nur, ja. Zu 95%, 90% kaufe ich nur Freispiele ein. Bin ungeduldiger Mensch, sagen wir mal so. Allerdings auch wieder jetzt auf 10 Cent Einsätze, kaufe ich diese Freispiele vorab ein. Ja. Aber ich habe da keinen Bock, lange drehen zu lassen und dann auf die Freispiele zu warten. Aber das sollte man hinsichtlich der Kosten schon machen, finde ich. Da hat man längeren Spielspaß, wenn man ohne Freispiele einkaufen zockt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist schon ein Unterschied, wenn ich jetzt hier permanent auf 20 Cent hier einkaufe. Als wenn ich jetzt so drehen lassen würde, da habe ich doch wesentlich mehr Spielspaß haben, mal so ohne Freispiel einkaufen, auf Dauer gesehen. Weil hier bin ich schon beschränkt, dann Entscheidungen zu treffen nach dem 10. oder 14. Mal. Und dann zu sagen, okay, jetzt stoppe ich das Ding hier, sonst geht es in die Hose. Und beim Normallauf zieht sich das so ein bisschen in die Länge. So, ein, zwei Runden können wir noch machen. Nicht so viel passiert heute. Aber ich hoffe, dem einen oder anderen hat das Video trotzdem gefallen. Jawohl. Komm, ich jetzt zumindest noch Level 3 rein. So viel verspreche ich mir da nicht. Und. So. Hier geht die Rutsche weiter. Allerdings ohne große Gewinne.
Nee, hier ist der Drops gelutscht. Okay, dann ziehen wir noch eine Runde nach. Dann passt das auch von der Zeit her. Oh, da ist er. Und lässt mich tatsächlich noch eine Runde weiter. Kaum zu glauben, Level 4 müsste das jetzt sein. Oh, mal 2er Bonus, aber der steht so scheiße an der Ecke. Ja. Das war jetzt nur noch Schmuck am Nachthemd. Ah, das war ein schmutziger Wagen. Okay, da ist er nochmal. Jawohl. Jawohl, Level 5. Okay, jetzt kommst du nicht mehr drauf an. Das war natürlich. Jetzt könnt ihr noch 2 Runden noch Leckerchen schmeißen. Ah, es hat den Zylinder da hinten reingehauen. Okay, aber immerhin. Also ihr habt jetzt gerade selber gesehen, er kann mehrmals hintereinander kommen. Das macht er natürlich nicht oft, aber dann rappelt das natürlich richtig. Okay, jetzt hat er mir nochmal den Arsch gerettet. Boah, ist das eine Kanone nochmal gewesen. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Heftig. Und ein Spiel habe ich noch. Oh, der ist noch heiß wie eine Bratwurst. Der ist tatsächlich noch heiß wie eine Bratwurst. Oh Leute, ich muss das Video zu Ende machen, sonst kriege ich das nicht mehr ganz drauf, weil er gleich bricht er wieder automatisch ab. Viel Spaß mit dem Video, Leute, und ich wünsche euch viel Glück beim Zocken. Oh, da hat er mir nochmal eine schöne Kanone nachgedriftet. Geil. Bah, 500 Euro, heftig. Ich habe es nicht gerechnet. Gut, dass ich da noch eine Runde gedreht habe. Hammergewinn. Starkes Ding auf 20 Cent. War, glaube ich, erst am Anfang 100 Euro hinten, deswegen sogar noch richtig gut vorne. Ich wünsche euch viel Glück, Leute. Viel Spaß mit dem Video und lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Ciao.